Ich war heute bei meinen Eltern, aus verschiedenen Gründen. Einerseits meine große Schwester hat einen neuen Hund, den wollte ich kennenlernen und meine Eltern ziehen um. Und dann wollte ich außerdem den Bau meiner Eltern begutachten, weil die bauen neu. Die bauen jetzt altersgerecht, das sind sie jetzt gerade in der richtigen Zeit für. Noch können sie nämlich... nur weil du jetzt bald 26 bist, oder was? Sind die jetzt in der richtigen Zeit für? Damit will ich sagen... Ihr Spacken, was ihr daraus wieder versteht. Meine Eltern sind alt. Peters Treppenlift ist schon wieder gerade eingebaut. Kann Peter sich dazu mal angucken. Die komplette Bude auf einer Etage und die Etage da drüber kriegt meine Oma. Denn, Geil. Ja, meine die Oma muss nach oben, damit immer schön muss nach oben. Die Ältere muss nicht mehr laufen. Tatsächlich ein Treppenlift, wie er schon richtig gedacht hat. Und deswegen zieht Peter auch in den zweiten Stock, damit er mehr Treppenlift fahren kann. Aber weil die neu bauen, haben die meine ganzen Sachen zusammengepackt, damit ich die mal mitnehme. Und darunter gehörte ein Buch namens Meine Schulfreunde. Ich wollte vorlesen, was ich damals reingeschrieben habe, als ich 8 Jahre alt war. Ich habe witzigerweise unter Zeichnung ein Borussia Mönchengladbach-Logo gemalt. Du warst auch früher. Ja, aber das ist doch immer noch die. War ich auch. Ich habe auch von meinen Eltern eine Bettwäsche von Borussia Mönchengladbach mitgenommen. Wann ist denn das? 8 Jahre? Wie alt warst du da? Welches Jahr ist das? Oh mein Gott. Am liebsten sammle ich Chupa Chups. Die dir auch die Zunge färben oder die anderen, die normal? Nein, das sind, Alter, nein, Chups die sind die Dinger, so, sind so Karten, wo du, das ist ein Spiel. Es gab halt die von Chupa Chups, es gab dann halt auch diese Billigkacke. Das war ja, so schön wie die Leute, die bei Magic the Gathering immer sich Karten ausgedruckt haben. Ich hatte das aber auch gehabt. Ja, wow. Du hast dir jetzt Karten selber ausgedruckt. Nee, nicht alle, aber ich, wenn halt manche Karten kosten da irgendwie so 20 Euro oder sowas. Wolltest du einfach mal so mitspielen, das ist ja wie Raubkopieren. Ja, ich hab mir vielleicht nicht. Wow. Pass auf, das krasseste, meine Hobbys, Turnen. Hast du mit 8 Jahren Alter schon Stone? Alter, Peter. Ja, hat sich ja halt durchgezogen bis heute. Ne? Mit 8 Jahren habe ich mich schon selbst belogen. Ja. Geil, Alter. Voll cool einfach nur. Erstmal das, Turnen gehen. Das ist der Satz der heutigen Folge. Jetzt hier auch das beste Beispiel. Mein Traumberuf, Soldat. Du bist ja so ein kleiner Cybersoldat. Ja. Ich weiß doch, dass ich bei diesen Freundebüchern, wenn ich das irgendwie gegeben habe, immer total dreist fand, wenn er mir das irgendwie so wochenlang nicht zurückgegeben hat. Und dann immer so, ja, habe ich gemacht, bringe ich dir morgen mit, weißt du. Ich glaube aber, jeder von uns hat mittlerweile schon so Erfahrungen gemacht, dass er sagt, okay, ich leihe ungern irgendwelche Sachen aus. So wie beispielsweise, ich habe immer noch eine 3D Blu-ray von Christian von Jurassic Park. What? Ich hab Jurassic Park auf Blu-ray? Voll geil! Ach, das stimmt! Was? Ich hab Blu-ray?